Hallo und herzlich willkommen, Leute. Hier seht ihr eine neue Folge von Let's Show World of Tanks. Dieses Mal ist das bloß eine kleine Besonderheit. Erstens mal bin ich alleine. Evans ist zwar mit im Spiel, aber wie ihr schon seht, es ist ein besonderes Spiel. Es sind ungleiche Teams erstmal von der Anzahl her und wir haben alle ein SW. Also es war ein Kompaniegefecht, kein Clan War, weil Clan Wars können nur mit Stufe 10 Panzern geführt werden. Und ja, wie ihr seht, haben wir hier keinen einzigen Stufe 10 Panzer dabei, ist ja logisch. Auf jeden Fall haben wir hier in unserem Team das komplette Team der Stählerne Wölfe. Wir haben ein paar Clan-Freunde dabei, damit das Team auch schön aufgeht und die Leute sich gut verstehen. Da haben wir einmal den Black Exit und den Under 1410. Wie ihr seht, ist es eine 6er-Kompanie. In der 6er-Kompanie ist es immer so ein Ziel, es gibt so ein gewisses Punktesystem. Das heißt, das musst du vollkriegen. Und da steht 40 bis 60 Punkte musst du da jeweils vollbringen. Und ein Panzer steht hier 6 Punkte, 6 Punkte, 6 Punkte, 6 Punkte, AT 4 Punkte. Das steht halt dafür, welche Stufe der Panzer ist. Und wenn du da 40 Punkte mindestens voll kriegst, kannst du eine 6er Kompanie fahren. Und du darfst halt höchstens 60 Punkte haben. So gut, so viel dazu. Die Gegnerteams haben es leider nicht geschafft, ihre Punkte vollzukriegen. Hatten sie halt einen Spieler zu wenig, ist aber auch egal. Wie ihr schon seht, ist in den Kompaniegefechten der KV-1S sehr beliebt, denn er hat eine schöne Feuerkraft und das ist sozusagen der Alpha-Schaden, nur um das mal klarzustellen. Alpha-Schaden ist immer der Schaden, der am öftesten ausgeteilt wird mit einem Schuss Alpha-Schaden. So, KV-1S hat den größten Noob-Faktor, du musst mit dem Panzer nicht wirklich viel können, einfach mal linksklick und du machst deine 350 Schaden. Kein Ding, kann jeder. So, ja, dann würde ich sagen, reden wir nicht lange rum. Wir sind auf der Map Moor. Diese Map Moor ist für euch normalerweise jetzt nicht zugänglich, habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, weil sie unter Bearbeitung steht. Und als Kompanie hat man halt das Glück, dass man diese Karte auch mal besuchen kann. Jo, ist ja egal. So, ich spiele meine Grille und Evans, wie schon gesagt, spielt seinen VK 3001H. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier los, damit der Timer runterzählt. Und wir sind hier bei einer Zeit, die noch verbleibend ist von... So, geht's los? Auf los geht's los, würde ich sagen. Ach so, sind noch nicht genug Spieler da. So, ich spule mal eine kurze Zeit vor. Los geht's. Am Anfang gab es erstmal Einweisung von unserem Kompanieführer. Unser Kompanieführer war, wenn mich nicht alles täuscht, Storm Eagle. Ist unser Standard-Kompanieführer, weil er einfach eine schöne offensive Haltung hat. Und, ja, sein Ding eigentlich dann doch ganz gut regelt. So, wir als Grillen haben freie Hand, das heißt, wir dürfen uns erstmal aussuchen, wo wir hinfahren. Wir haben gerade, zumindest ich hatte gerade ein Problem mit dem Physics, weil man da nicht hochfahren kann. Natürlich sieht es so aus, als könnte man dann hochfahren, aber natürlich nicht. So, Einweisung kam für die KV-1S. Gruppe 1 kam mit Tamira, unter der Leitung von Tamira runter. Und zwar auf die Koordinaten H9, um da zu verteidigen. Und die anderen KV-1S kamen unter der Leitung von Gleitfrosch, wenn mich nicht alles täuscht, hoch in die Stadt, um da zu verteidigen. So, meine Aufgabe als Grill hier ist es natürlich, alle Panzer zu beschädigen. Und das ist mir auch relativ gut gelungen. So, jetzt machen wir die feste Kamera hier ein, damit ihr genau seht, wie ich gehandelt habe. Also erstmal einzoomen, KV-1S. Dabei noch ansagen, wir zielen auf KV-1S, deswegen auch mit Q markiert. Während der Kompanie ist es nicht erlaubt, viel zu sprechen. Nur mal so für euch, falls ihr mal später eine Kompanie mitfahrt unter einer wirklich mal zu gebrauchenden Leitung. Weil wenn da Leute durcheinander reden, dann erstens mal blickt keiner mehr, wer die Leitung hat. Und zweitens mal ist es einfach nur ein heillosses Durcheinander und ihr wisst nicht, was ihr machen müsst. So, als Arti ist das logisch, du schießt einfach die Gegner an, die dir ins Visier kommen. Und ja, da ist unser Freund Evans, der sich da in der Stadt abmüht. Ich habe ihn auch relativ gut beschützt, aber ich glaube, zum Schluss ist er trotzdem gestorben. Dieses Gefecht ist nämlich schon einige Zeit lang her. So, da ist ein brennender KV-1S. Und wie ihr seht, wir haben schon einen Verlust auf unserer Seite, nämlich den hier Dire Fighter und den KUTK-01 auf der gegnerischen Seite. Ein VK-36H1H ist natürlich wesentlich mehr zu verkraften als ein KV-1S. Die Gegner haben zwei KV-1S-Verluste und das ist schon ein harter Verlust. Wir haben auch ein KV-1S verloren und zwar den Kleid, wieso auch immer, weiß ich nicht. So, ich habe jetzt einfach mal einen Probeschuss hierher gesendet, kann ja sein, dass da noch ein Gegner steht.
wussten wir nicht. So, mach mal die feste Kamera aus, da kriegt Evans gerade fürchterlich auf die Schnauze und ich hab's mitbekommen, ziel deshalb auf diesen KV-1S. Joa. Da waren dann auf einmal viele Gegner und habe ich mir gedacht, failen wir erstmal den Schuss, weil es sind ja nicht genug Gegner da, die ich treffen kann. So. Ja, ich würde sagen, schaut euch einfach mal ein bisschen an, wie wir hier gespielt haben, unser Clan-Gefecht. Und dann melde ich mich wieder zu Wort, wenn es etwas Interessantes zu sagen gibt. Schöner Hit an der Grille. Maximalschaden zu förmlich ausgeteilt. So, ihr seht, Evans habe ich ganz schön gut verteidigt. Er hat zwar nur noch 25 HP, aber er überlebt nicht, weil ihn die Su-5 wegrotzt. Genau. Gegen alle Panzer hätten wir ihn verteidigen können, aber gegen die Arti, die noch übrig ist, konnten wir natürlich auch nichts machen. So, ich habe jetzt oben, wir haben oben in der Stadt gut aufgeräumt. Als Arti habe ich deine tatkräftige Unterstützung gegeben mit 2 Kills. Jetzt geht es halt den restlichen 2 KV-1S, dem VK-3001P an den Kragen. Und der Su-5. So. Meine Grille hatte zu dem Zeitpunkt nur 90% Besatzung und dafür habe ich eigentlich recht gut gezielt und getroffen. Und das war für mich eigentlich eine ganz hervorragende Leistung. Besonders werdet ihr das sehen, was ich dann am Ende des Gefechts bekommen habe, nämlich eine ganz besondere Medaille. So, der VK-3001P steht total bescheuert, wie ihr gerade seht. Genau an dieser Position, wo ich ihn nicht anschießen kann. Aber ich wollte es trotzdem mal versuchen, wollte ja nicht so sein. Wollt ihr unserem Clan immer schön Feuerunterstützung geben. Und wenn es mal nicht klappt, scheiß drauf, was soll denn das? Besser mal versuchen, als einfach nur zu campen und zu warten, den Last Shot zu geben. Was bringt dir das? Ganz ehrlich. Dadurch verlierst du vielleicht noch einen verbündeten Panzer. Und was bringt dir ein verbündeter Panzer? Natürlich, einmal Feuerkraft weniger. Einmal Feuerkraft weniger bringt dir zu 20% mehr den Loose. So, unser Scout begibt sich auf dem Weg zum VK, um ihn natürlich immer schön aufzuscouten. Schöne Arbeit an dieser Stelle an Kilian 1, der diesen Scout fuhr. Und hier haben wir einen weiteren KV-1S, der aufgedockt wurde von Storm Eagle und schön am aufgedeckt halten bleibt. Ja, und wie ihr seht, schon wieder versuche ich einen Blindshot abzugeben, aber ich sehe, der rote Strich ist zu groß, also hat es keinen Wert. Muss halt immer ein schönes Overview haben. So, jetzt hat er sich wieder auf die Stelle positioniert, wo ich ihn schön anschießen kann. Also folglich einmal Boots mit dem Minimalschaden reingedrückt. So, ich würde sagen, wir spulen ein wenig vor, weil das ist wirklich so interessant. Da oben ist gerade unser Scout abgerotzt, aber das macht ja nichts, weil ein Scout hätte nicht die Feuerkraft. Und bei 3 Panzern, die noch übrig sind, brauchen wir den Scout ja auch nicht. Denn ein KV-1S ist blind wie ein Fisch. Der sieht nicht mal, wenn eine Arti 20 Meter vor ihm steht. Ist an einem Beispiel, das mir selber passiert ist, aufgefallen. So, den KV-1S rotzt mir auch gleich noch weg. Weiß ich nicht, ob ich das war oder nicht. Könnte gut möglich sein, dass ich das war. Ja, da haben wir den KV-1S weggerotzt. Dann machen wir mal ein wenig schnellere Geschwindigkeit. Ist nämlich jetzt nicht ganz so wichtig. Ich gehe mich umpositionieren, weil ich wusste, dass ich nicht mit die ganze Map komme. Und ja, ich wollte einfach eine gute Position finden, um den VK-3001P zu rotzen. Und ja, hat leider dann Tamira weggeholt, aber da habe ich ja nichts dagegen. Jetzt begeben wir uns auf den Weg zum Capture-Kreis, weil wir die Su-5 nicht finden können. Aber jetzt auf einmal taucht die Su-5 ganz plötzlich an eine Stelle auf, wo ihr denkt, what the fuck? So, ich habe das muss ich erklären, diese Handlung, die ich gerade gemacht habe. Ich habe meinen letzten Schuss verschossen, weil ich noch einen Schuss im Magazin haben wollte. Ihr wisst genau, ein Panzer, Su-5, Low HP, also standardmäßig Low HP, auf unserem Capture-Punkt auch noch, eigentlich gefundenes Fressen für eine Granate, oder? Das heißt, als Folge daraus, wenn du mit dieser Granate triffst, bekommst du die Fadin-Medaille. Fadin-Medaille ist nämlich dieser Erfolg, töte mit der letzten Granate aus deinem Magazin den letzten überlegenden Gegner und gewinne das Spiel. So. Hier taucht die Su-5 auf. Ich mache das euch jetzt mal in halber Geschwindigkeit, weil das ist einfach nur ein göttlicher Abschluss. Seht ihr, wie groß, wie endgroß mein Fadenkreuz war? Und am besten ist er noch, jetzt habe ich das in Zeitlupe, also meckert bitte nicht rum.
ich ziehe genau dahin. Und ich würde sagen, wir machen mal ein 16. Geschwindigkeit und geschossen habe ich ja schon, wie ihr seht. Und da kommt der Schuss. Eiskalt reingetrischt. Batz macht's das Ding. Explodieren in 1000 Teile. So, damit haben wir unser Kompaniegefecht schön gewonnen. Habe abgeschlossen mit 4 Abschüssen. Storm Eagle mit 2 Abschüssen. Und Tamira mit einem, Lannister mit einem, Evans mit einem und Black Exit mit einem. So, damit können wir wieder auf die Normalgeschwindigkeit gehen. Wir haben das Spiel ja gewonnen. Als Auszeichnungen gab es folgendes. Einmal Meisterschütze für den Storm Eagle und eine Auszeichnung für mich. 18 Schüsse, 9 Treffer. Mit der Arti ist es logisch, dass du nicht mehr bekommst, weil that was close hits bekommst du ja als der Arti nicht als Treffer angezählt. Es gab satte 44.000 Kreditpunkte und 1.500 Erfahrung. Panzerass-Auszeichnung gab es für mich auch noch. Joa. Und wie schon gesagt, die Fadin-Medaille. Endkrasse Auszeichnung. Somit habe ich dreimal die... Warte mal. Ich habe dreimal habe ich die Pilot-Medaille, genau. Und einmal die Fadin und einmal die Bölder. So, damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank, dass ihr unserem Kompaniegefecht beigewohnt habt. Und wir sehen uns mit Sicherheit in 2 Tagen wieder bei einem neuen richtigen Let's Show World of Tanks. Goodbye.